Moin, ihr Weltenbummler. Der Frühling liegt in der Luft. Die Leute kommen aus ihren Löchern gekrochen. Jawohl, was bietet sich da mehr an, ein besonderes Museum zu besuchen? Ich geb's ja zu, es ist wetterunabhängig, natürlich. Das Automuseum Prototyp in der Hafen City. Die genaue Adresse gebe ich euch noch durch. Und es ist wirklich ein Museum für Prototypen, nicht zu verwechseln mit einem Oldtimer-Museum. Die private Sammlung Prototyp Personen, Kraft und Wagen heißt es im Wortlaut. Ja, das Automobilmuseum hat den Schwerpunkt die Präsentation von Sport- und Rennwagen der deutschen Nachkriegszeit sowie deren Konstrukteure und Fahrer. Kennt ihr noch diese alten Modelle von Fisher-Price, glaube ich, hieß das, wo man auch so Blechautos so zusammenbauen konnte und so? Das erinnert mich ein bisschen daran. Und ich meine das nicht negativ. Für mich ist das Museum genauso neu. Ich war hier auch noch nie gewesen. Es gab früher mal ein Automuseum in der Nähe vom Hauptbahnhof. Das war aber richtig ein Oldtimer-Museum gewesen. Das existiert, soweit ich weiß, heute nicht mehr. Der VW Käfer. Wirklich beeindruckt mich immer wieder. So diese schlichte Konstruktion, da ist nichts Überflüssiges. Nichts, gar nichts. Nur das, was sein muss, und das Ding fährt immer noch. Das beeindruckt mich immer wieder. Außerdem, wir wollen bald nach Rügen fahren, also ich hätte gerne den grünen Käfer mitgenommen. Meine Freundin tendiert mehr zum schwarzen Brezelkäfer. Naja, Träume wird man ja wohl noch haben dürfen. Gut ausstaffierte Seifenkisten, so sieht das aus. Ja, es macht echt Spaß, hier mal so durchzubummeln. Wenn ihr hierher kommt, würde ich auch sagen, nehmt euch mindestens eine Stunde Zeit, eher noch anderthalb. Wer sich da für geschichtliche Hintergründe interessiert, der wird hier auf jeden Fall so einiges erfahren. Ja, auch sowas ist zu sehen. Wie gesagt, es ist kein Oldtimer-Museum. Habe ich jetzt, glaube ich, genug erwähnt, oder? Also man kann auf jeden Fall auch solche rasanten Kisten sehen. Aus neuerer Zeit. Na, wer fährt jetzt als nächstes? Erstmal für den Jungen einstellen. Ja, die Lutschen kommen ja auch auf ihre Kosten.
zwei schöne Kübelwagen. Die gibt es eigentlich nur im Panzermuseum Münster zu sehen, soweit ich weiß. Finde ich einfach super, dass auch die hier sind. Und auch hier wieder die Schlichtheit, ne? Die ist einfach zu bestechend. Und natürlich auch die schwimmende Badewanne, der Schwimmkübel. Wirklich wie eine Badewanne mit Propeller. 25. April 1933. Als Höhepunkt seiner Konstrukteurskarriere wagt er den Schritt in die Selbstständigkeit und gründet in Stuttgart in der Kronenstraße 24 eine Konstruktionsfirma. Name? Dr. Inka C. F. Porsche GmbH Konstruktion und Beratung für Motoren und Fahrzeuge. Doch machen wir zunächst einen weiteren Schwung zurück. Genauer gesagt in das Geburtsjahr von Ferdinand Porsche. Also wer sich dafür Geschichte interessiert, kann hier mindestens noch mal locker eine Stunde dranhängen. Jedenfalls war das die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich dieses Vehikel gesehen habe. Man kann die Fahrzeuge bewundern ohne Glasscheiben. Man wird aber auch darauf hingewiesen, dass man natürlich sich da nicht draufzusetzen hat und nicht anfassen, ne? Ihr wisst ja, ne? Nur gucken, nicht anfassen. Ja, die Präsentation findet auf drei Ebenen statt. Insgesamt mit einer Ausstellungsfläche von 2500 Quadratmetern. Das Museum hat sich zum Ziel gesetzt, die Faszination dieser Automobile eben umfassend zu zeigen. Ach ja, und hier ist übrigens die Adresse, dann brauche ich die nicht extra einblenden.
Na, den kennen wir doch auch irgendwoher. Der gute alte Herbie. Ja, der hat schon ein bisschen was abgekriegt. Also finde ich aber gut, dass sie ihn so in den Zustand gelassen haben. Richtig cool. Sehr atmosphärisch und spannend fand ich auch die untere Ebene, also sprich den Keller, wo auch sehr viele schöne, interessante Infos sind über Rennfahrer und deren Schicksalsschläge und auch Konstrukteure und so. Ja, es ist mal wieder typisch, dass hier unten keiner ist, wo nicht so viele Exponate sind. Aber völlig zu Unrecht. Es ist wirklich ganz klasse gemacht, gerade in diesen Kellergewölben und so. Also schaut euch das in Ruhe an. Ja, Freunde. Und damit sind wir auch am Ende meiner Impressionen. Ich hoffe, die kleine Prototypreise hat euch gefallen. Dann sag ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.